Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit Sailor Cat. Wuhu! Yay! Wir haben das. Beim letzten Mal haben wir das Jagdfestival von Lindblum hinter uns gebracht. War doch beim letzten Mal, oder? Und haben festgestellt, Lilly hat uns vergiftet. Ja, ich glaub schon. Ja, stimmt. Die ist abgehauen. Die ist weg und wir wissen nicht wohin. Wir glauben aber, sie ist nach Bometia. Bometia ist im Krieg und Krieg ist für eine Prinzessin keine gute, ja, es ist keine artgerechte Haltung für eine Prinzessin. Tja. Und deswegen wollen wir... Keine artgerechte Haltung. Und deswegen wollen wir hinterher. Und hier ist ein Typ. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um da raus in den Nebel zu gehen? Der Nebel ist hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut mit meinen Waren aus. Okay, was können wir bei dir kaufen? Ich hab gerade gelesen, Haustiere, und dachte, der verkauft Haustiere oder so. Nein, Quatsch. Und hier ist eine Wache. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass ich so wenige Sachen am Wegesrand mitnehme, also so mit so wenig Leuten rede. Ich habe irgendwie immer Angst, dann wird die Folge zu kurz und es ist nichts passiert. Wenn ihr nach Bometia wollt, dann durchquert Gisa Malukes Grotte. Die liegt nördlich zwischen den Bergen. Ja, das machen wir in ein paar Stunden. Ja, gut. Hier und da wuchern Wurzeln aus dem Erdboden hervor. Folgt denen einfach, dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Hätte Klein Mad Eye damals diese Textbox gelesen, hätte es nicht 5 geschlagene Stunden diese Höhle gesucht. So 5 Stunden, Alter. Da hätte ich schon keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich hatte damals das Spiel nur leihweise und musste quasi alle so viel wie möglich Spielzeit an diesem Abend damit verbringen. Und diese lustige Weltkarte am Rand, die kann man halt ausschalten. Und das hat Klein Mad Eye damals getan. Und nicht mehr gewusst, wie die wieder angeht und hat sich furchtbar verirrt. Oh je. Ja, wir sind wieder unter dem Nebel und wir haben Freya. Wir haben Freya noch gar nicht ausgerüstet, glaube ich. Was bringen wir? Also erstmal, sie kriegt jetzt erstmal die schlechteste Ausrüstung, die wir haben. Okay, und Korallenring? Ja, wir geben ihr den Korallenring, den hat sie ja auch gewonnen. Und der Korallenring ist ein richtig geiles Item. Der macht unter anderem... Nee, hier? Nein? Jetzt finde ich Select nicht wieder, verdammte Axt. Sorry. Korallenring. Da. Verziert mit Korallensplitter, absorbiert das Angriffselement Donner. Das heißt, wenn Freya jetzt mit Donnerattacken angegriffen wird, wird sie davon geheilt. Ach so, krass. Das ist ja cool. Das kann man sich für einen ganz miesen Level-Trick zunutze machen, den ich nicht vorführen werde, den ich aber trotzdem zeige, wenn es soweit ist. Ich denke, die Kenner wissen eh schon, was los ist. Und was ist das? Das ist ein Zufallskampf. Herrlich. Ja, immer wieder toll. Ja, aber dann kann ich mir jetzt Freya zeigen oder Freya. Ich bin mir selbst nicht ganz auf Skorpione. Ich dachte immer, es müsste Freya heißen. Denke ich eigentlich auch. Okay, also wir... Nee, ich kann es nicht so gut zeigen. Also Freya hat grundsätzlich Dracotech. Dracotech sind... Oh, Sidana Trunks, das ist auch nicht schlecht. Dracotech, da lernt sie einfach verschiedene Techniken, wie zum Beispiel jetzt durch den Korallenring die... Draco Megere, das ist einfach ein starker Angriff. Und sie kann Sprung, das ist so ihr Special Move. Sprung bedeutet, sie geht aus dem Kampf raus, das werdet ihr gleich sehen. Und sie wird jetzt in Kürze irgendwann den Gegner treffen, mit nicht ganz dem Schaden, den sie normalerweise machen würde, aber unabhängig davon, ob sie in der hinteren oder der vorderen Reihe steht. Und da Freya eine Ritterin ist, also sehr starke physische Abwehr hat, und man sie trotzdem in die hintere Reihe stellen kann, kann sie ultra stark physischen Schaden einstecken. Wenn man das macht, wenn man ohne Sprung spielen will, muss man sie in die vordere Reihe stellen. Sonst macht sie halt selber kaum Schaden. Okay. Und der Vorteil, wenn sie im Sprungmodus ist, sie kann jetzt natürlich auch nicht angegriffen werden. So, aber wenn sie dann jetzt Trance hat, werden wir wahrscheinlich gar nicht sehen, wie sie runterkommt, weil der wird die Gegner jetzt wahrscheinlich zernichten. Nee, doch, da kommt sie runter. Ping! Ich bin kein Riesenfan von Freya, muss ich sagen. Also sie wird nicht in meiner endgültigen Gruppe sein, aber man kann mit ihr ganz coole Sachen machen. Also man kann jeden Charakter, also es gibt ja 8 mögliche Charaktere und alle können sehr stark sein.
Ja, okay, das glaube ich. Ja, also es ist ich kann leider gerade nicht so viel dazu sagen. Ja, es gibt ja viele Final Fantasies, wo es halt Charaktere gibt, die halt einfach nichts taugen. Aber hier ist es wirklich so, man kann theoretisch die Party aus den 8 Mitgliedern am Ende beliebig zusammenstellen und alle können sehr stark sein. Es gibt keine per se schwachen Charaktere. Das ist doch schon mal cool. So, und weil ich aber nicht großartig vorhabe, mit Freya die Sprungattacke zu nutzen, stelle ich sie aber trotz allem in die vordere Reihe. Wie gesagt, wenn man viel mit Sprung arbeiten will, kann man sie in die hintere Reihe stellen und diesen Effekt ausnutzen. Ich mache es nicht so gerne. Ich habe, glaube ich, überhaupt noch nicht erklärt. Es ist einfach so, wer vorne steht, kriegt mehr physischen Schaden und macht selbst mehr physischen Schaden. Das bedeutet, Magier stellt man nach hinten und physische Kämpfe halt nach vorne. Verstehe. Man kann prinzipiell Zidane ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn er eine bestimmte Ability gelernt hat, nach hinten stellen. Das werden wir dann erklären, wenn es soweit ist. Aber jetzt hier. Du bekommst gleich eine neue Figur zum Sprechen und ich wünsche dir dabei viel Vergnügen. Okay. Es wird noch schlimmer jetzt als der Bayer. Jetzt habe ich Angst. Kus Morast. Und das kennen wir, oder? Keine Ahnung. Na, du wirst gleich drauf kommen. Davon haben wir schon mal gehört, ne? Jetzt erkennst du es wieder, oder? Ach so, ja, ja, stimmt. Das ist da, wo das Tutorial immer war. Und wir können ihm jetzt grundsätzlich die gleichen Fragen stellen, die wir im Tutorial... Also wir können ihm die Tutorial-Fragen stellen, machen wir nicht. Und wir können ihn immer fragen, wo müssen wir eigentlich hin? Also, wenn ihr nach Bomezia wollt, dann müsst ihr noch viel weiter Richtung Norden. Drücke im Weltmodus die 1-Taste und überzeuge dich selbst davon. Immer einen Blick auf die Karte werfen. Später müsst ihr noch durch Gizamalukes Grotte am Fuß des Berges, also seid ja vorsichtig. Er hat kein einziges Mal Kupo gesagt. Du bist kein echter Mogri. Wahrscheinlich. Chefchen weiß echt viel, Kupo. Ja, also die beiden, da kann man jeder, wenn man nicht weiß, wo man hin soll, kann man da hingehen und die einfach fragen. Aber wir das wollen... Das ist praktisch und das ist ein sehr hohes Gras, da müssen wir auf Pokémon aufpassen. Nee, wir müssen hier auf das da aufpassen. Was ist das da? Das darfst du jetzt sprechen. Das ist ein geschlechtsloses Etwas und weil du zwar alle weiblichen Rollen sprichst, aber wir dann 3 weibliche Rollen in der Hauptgruppe haben und 4 männliche und ein geschlechtsloses, kriegst du das Geschlechtlose. Oh Gott, und wie soll ich das jetzt sprechen? Das wirst du gleich sehen. Ich sehe es noch nicht mehr wirklich. Hunger. Wildfrösche. Okay, jetzt... Oh Gott, ich komme hier gar nicht mehr weg. So, wir müssen jetzt einen Frosch für das Ding da fangen. Wir haben das Ding übrigens schon mal in Alexandria im Schloss getroffen. Oh, krass. Aber da hat's nur, da war es halt der Chefkoch. So, jetzt können wir dem einen Frosch geben. Du hast einen Frosch bei dir, Mampf. Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche. Wer oder was bist du denn? Das frage ich mich auch. Okay, jetzt ist gerade mein Skype-Symbol vor dem Text, den ich vorlesen muss. Da. Volk Q. Geschlecht unbekannt. Alter zwischen 70 und 90. Man weiß es nicht genau. Was? Ja, man weiß es wirklich nicht. Zwischen 70 und 90, auch gut. Ja, es gibt tatsächlich dieses Begleitbuch zu der Story, das inzwischen auch auf Deutsch übersetzt wurde, wo so ein paar Eckdaten drinstehen, aber wann Quina geboren wurde, steht da einfach nicht drin. Nur wann Quina das erste Mal erwähnt wird. So, krass. Ja, und Quina, ich habe Quina immer als weiblich empfunden, obwohl er im Spiel konsequent mit er angesprochen wird, einfach weil Quina eine weibliche Endung hat. Ja, also so auf den ersten Blick auf den Namen und Aussehen weiß ich jetzt nicht, aber hätte ich jetzt auch eher weiblich gesagt. Möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, Quina? Und wie, Mampf? Ich weiß immer nicht, wie ich dieses Mampf sagen soll. Ich glaube, ich sag's einfach. Und wie, Mampf? Also, es gab mal eine Let's Playerin, die hat versucht, alle Dialoge mit Quina mit einem Schluck Wasser im Mund zu sprechen. Oh Gott, das mache ich nicht. Nur so als Impression. Das mache ich nicht. Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Wort, Mampf. Quina hat einen Frosch erhalten.
Das ist jetzt mein Froschmampf. Quina, mit dir ist es wohl. Oh Gott, mit dir ist es wohl auch noch nicht weit, wenn du auf Frösche andere angewiesen bist. Mampf. Nom. Wir können einfach stattdessen, sagen wir stattdessen einfach Nom oder Noms. Nom. Ich weiß nicht, ob ich daran denke. Kann's versuchen. Quina, das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Noms. Aber Meister Quill, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Oder Nom. Ich nicht so, ich vergesse es. Noch nie sind mir schmackhaftere Frösche begegnet als hier bei uns, Nom. Da denke ich nie dran. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt deine Unerfahrenheit, Noms. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß. Nom. Es gibt auch noch andere Länder, Nom. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mit noch schaftigeren Fröschen als hier, Mom. Nom. Mahlzeit, Nom. Frösche sind die Leibspeise des Q-Volkes. Nom. Andere Länder, andere Sitten. Andere Frösche, andere Köche. Andere Länder, andere Städte. Wir Qs leben auch auf anderen Kontinenten, Nom, verteilt über den ganzen Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst auf dem Weg des Essens wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Nom. Reisender, würdet ihr Quina mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen, Nom. Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen, Nom. Ich finde die Antwortmöglichkeiten klasse. Den da sehr mitnehmen. Gut. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Ja, tatsächlich können wir es hier ablehnen, Quina mitzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist Quina noch ein optionaler Charakter. Später im Spiel muss man Quina mitnehmen. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Gibt es da auch viele Frösche, Norm? Naja, es gibt doch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser schmeckt, als Frösche schmeckt. Mampf. Besser als Frösche, Nom? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Nom. Also wer es noch nicht erraten hat, Quina ist so ein bisschen der Comedy-Charakter des Spiels. Dezent. Und wird leider Steiner als solchen ablösen. Mist, kann ich mal ganz kurz. Nur für eine Sekunde weg, du kannst allein weitermachen. Ja, klar. Ist live on tape, aber geht schon. Was ist los, Vivi? Der Chefkoch da. Jetzt lese ich es auch schon so, furchtbar. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich, dieser Meister Quell oder wie der heißt. Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieh da an, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Oh, sorry, bin wieder da. Hast nicht viel verpasst. Meister Quell sieht aus wie Vivis Großvater. Ah, ja. Was gibt es? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tattergreis, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Ich glaube, ja, er sagte doch, er kennt ihn nicht. Ja, ich glaube, an dieser Stelle denke ich immer, da ist irgendwas in der Übersetzung kaputt gegangen. Das kann ja, ich vielleicht. Dir nicht sagen. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quell, und der nächste Satz ist halbwegs wichtig für die gesamte Handlung. Natürlich, wir Qs sehen alle gleich aus, Mampf. Naja, nicht genau. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Sehr verdächtig. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Was es mit den beiden auf sich hat, werden wir viel später im Spiel noch rausfinden. Aber jetzt, okay. Wir haben Quina. Und Quina kämpft erstmal mit Gabeln.
Ja, auch okay. Was habt ihr erwartet? Ansonsten, Quina hat zwei Fähigkeiten. Die eine ist Fressen. Wer hätte das nur gedacht? Damit kann Quina halt die Gegner aufessen und damit lernt Quina neue Fähigkeiten. Mhm. Denn Quinas andere wichtige Ability ist Blaumagie. Und Blaumagie ist quasi so, gibt's in vielen Final Fantasies und da lernt man von Monstern irgendwelche Fähigkeiten, die sonst nur Monster haben. Und die kann Quina lernen. Das kann ultra stark sein. Ich finde, in jedem Final Fantasy finde ich Blaumagie meistens total doof und mache nicht viel Gebrauch davon. Aber es kann ultra stark sein. So, und Quina kann die passive Fähigkeit Habgier. Damit bekommen wir mehr Geld in Zufallskämpfen. Yay! So. Und Quina ist noch interessant. Sein Schaden ist ziemlich zufällig. Und, oh ja, dann machen wir sofort. Ich zeig's dann einmal und mach's ansonsten aber offscreen. Ja, Quina will Frösche fangen und wir sagen, okay, mach, fang Frösche. Das ist so ein kleines Minigame. Und Quina kann jetzt hier rumlaufen und Frösche fangen. Das hat Vorteile. Man kriegt Belohnung für immer x gefangene Frösche. Bei 100 Fröschen kommt Meister Quan und will kämpfen. Und dann kann man die stärkste Waffe für Quina gewinnen. Okay, krass. So, und bei 2 Fröschen... Ich sehe, du bist fleischig, Quina, ja? Quina ist fleischig. Fleischig? Das wird zuerst gar nicht aufgefallen. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Jadestein. Und das wird also, die Belohnungen werden immer besser. Hab Dank, Meister Quill. Nom, ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. So, also es gibt halt Belohnungen für das Fangen von Fröschen. Und wie gesagt, ich werde das im Wesentlichen offscreen machen. Es ist auch so, Quina kann eine Fähigkeit lernen, in der sie Schaden verursacht, und zwar in Abhängigkeit von den im Spiel bisher gefangenen Fröschen. Okay, krass. Wie gesagt, dadurch kann... Oh, wir haben den Froschkönig gefangen. Ich glaube, der zählt... Oh, Achievement! Das habe ich noch nie... Seit ich das Spiel installiert habe, habe ich noch nie den Froschkönig gefangen. Ich glaube auch, es war nicht gut, wenn man den fängt, weil die vermehren sich, glaube ich, langsamer, wenn der erstmal weg ist. Ich sehe, du bist... Ja, das lesen wir jetzt nicht nochmal vor. Ist immer der gleiche Dialog. Jetzt gab es einen Äther. Okay. Die drei lassen wir jetzt drin, weil wenn man alle rausfängt, dauert es ewig, bis wieder neue kommen. Und es gibt auch Männchen und Weibchen und die unterscheiden sich von der Farbe her minimal. Ich glaube, die beiden hier sind links sind Männchen und das da Weibchen oder umgekehrt. Also es macht schon Sinn, mindestens ein Männchen und ein Weibchen übrig zu lassen. Und Quina, bist du bedient? Hab genug. Also gar nicht so schwer, die Frösche hier zu fangen, Mampf. Hab genug, Mampf. Ja. Das war das Quina-Minigame. Ich werde wahrscheinlich nicht viel damit machen, weil ich nicht vorhabe, großartig mit Quina zu spielen. Ich werde Quina mitnehmen, solange die Story es vorschreibt, aber ich werde Quina nicht in die nicht in der endgültigen Party haben. Dafür ist mir Quina einfach eine Spur zu albern. Ja, das verstehe ich. Obwohl Quina wirklich sehr, sehr stark sein kann mit der Blaumagie. Ich glaube, die Speedrunner nehmen Quina immer mit. So, und jetzt ist die Folge eigentlich schon am Ende und ich habe erst die Hälfte von dem gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Tja. Ja. Egal. Oh, das ist ein Drache. Nein, eigentlich ist es kein Drache, weil, wie wir ja wissen, Drachen haben immer Flügel. Das ist ein Mushu-Fushu. Ah ja. So, Quinas Schaden. Der ist aus Mulan entwichen, gefühlt. Ja, so ungefähr. So, jetzt wird er gefährlich. Jetzt kann er erstechen. Aber wir haben ja eine Drachenritterin dabei, da sollten wir das hinkriegen. Wenn er die Attacken alle überlebt, versuche ich mal ihn zu fressen, aber ich glaube... Also es ist so, fressen gelingt, wenn der Gegner noch 25% seiner Lebenspunkte hat. Aber das Eis hat ihn schon erledigt. Und Eis ist ja auch sehr effektiv gegen Drachen. Das stimmt, glaube ich, sogar. Das Elementsystem in diesem Spiel ist sehr undurchsichtig, muss man sagen. Ich habe jetzt eigentlich nur vom Pokémon aus geraten. Ja, also es gibt irgendwie, ich weiß nur, es gibt irgendwie einen Eintrag. Blitz ist stark gegen Gegner, die, glaube ich, das Himmelselement haben und gegen Gegner, die etwas mit Wasser zu tun haben. Das ist der offizielle Tutorial-Satz dazu. Wow.
Ne, also. Ich speichere ein Kuckuck. So, was ist der älteste? 6 Stunden, der hier. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Ja, du willst auch noch was sagen, nehme ich an. Ja, ich sage wie immer nur danke fürs Zuschauen und ciao. Ciao, ciao.